Hallo ihr Lieben da draußen, es geht weiter, eine neue Folge. Was mache ich denn da? Na? Nichts. Was mache ich denn da? Ich glaube, so ist ein bisschen besser für euch da draußen. Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und auch hallo an alle Neuankömmlinge. Ja, ich befinde mich mal wieder in meinem Garten. Mal wunderschön wäre das, richtig, richtig herrlich. Eigentlich könnte ich das Ding auch noch ausziehen. Aber jetzt für den Moment lasse ich es dann nochmal an, denn ich habe das Mikrofon schon dran. Das will man nicht doppelt und dreifach machen. Obwohl so ganz kompliziert ist es dann doch nicht. Ja, wo fange ich denn heute an? Also es wird ein Gartenrundgang, das kann ich euch erzählen. Vieles habt ihr in der letzten Zeit schon gesehen. Heute geht es eigentlich nur darum, was ist neu? Und zweitens, wie sind so die Fortschritte im Garten? Und dann natürlich drittens, der Last-Faktor abgelenkt sein, roten Faden verlieren und Chaos. Gibt es auf jeden Fall in Garantie bei mir. Ja, ich bin eigentlich gerade so in einer gewissen Vorfreude. Da komme ich vielleicht mal ein bisschen näher, ich bin ja so weit weg. Ich bin an der Vorfreude, denn ich kriege gleich noch Besuch und wird ein bisschen ausgesät. Und ja, geht auch hier so um so einen Besuch. Deswegen, Vorfreude ist riesig, ein bisschen was in die Beete zu kriegen. Das wisst ihr ja, was ich da so vorhabe. Und hier zu der Seite würde ich auch direkt mal anfangen, bevor es zu den anderen Sachen kommt. Denn hier vorne war ich fleißig. Ihr könnt ja eigentlich schon ganz gut sehen. Nein, könnt ihr nicht, aber... Ich habe die Kamera ein bisschen doof aufgestellt. Ich denke mal, so ist das ein bisschen sinnvoller. Und zwar hier vorne, das kennt ihr ja, hier sind Erbsen reingekommen. Da gibt es auch die ersten kleinen Pflanzen, zeige ich euch gleich. Hier vorne an der Ecke genau das gleiche, auch Erbsen reingekommen. Ja, klingt noch nicht so nach Mischkultur. Ups, ich würde mal sagen, das kommt mit der Zeit. Mein Garten hat es auf jeden Fall in sich, was Saatgut angeht, könnte man mal so sagen. So, und was sich hier so ein bisschen abtrennt, hier ist so ein Weg zwischendurch. Na, wo kommst du denn her? So, ja, hier vorne war zuletzt immer in den letzten Jahren immer mein Kartoffelacker oder in den letzten beiden. Und den habe ich ein bisschen komprimiert, ein bisschen was abgegeben, weil von der Kartoffelmenge brauche ich nicht so viel, wie das letztendlich dann nachher abwirft. Vor allen Dingen, wenn man das Ganze dann auch nachher so betreibt, dass das ein Kreislauf wird und ein Prozess wird, wo natürlich ein bisschen mehr Ernte nachher abfällt. Man macht da ja auf jeden Fall, hallo, tun mal einen Einblick durch. Von den Kreisläufen her, ich habe hier einiges eingearbeitet. Ich habe euch das schon gezeigt und erzählt in den Videos mit Baumwolle, mit Laub, mit den ganzen Biomasse-Geschichten. Ich sage jetzt Biomasse, Masse hört sich nach viel an. So ist es nicht, es ist letztendlich ein Aufbau, der über die Jahre geht. Und ja, aber das wird mit der Zeit, das gefällt mir hier schon sehr gut mit der Entwicklung. Außerdem habe ich natürlich hier ein bisschen Platz weggenommen durch dieses Abteil, wo dann wieder Nährstoffe nach außen kommen sollen. Mal gucken, wie das von den Kartoffeln angenommen wird, ob der Versuch da Glück, das noch so ein bisschen Keyhole-mäßig zu vereinbaren. Ja, ich bin hier sehr zufrieden mit und das Tollste bei der ganzen Geschichte. Jo, meine kleine Rettungsinsel. Das Tollste an dieser Geschichte. Hier, da, überall. Kartoffeln sind schon drin. Und noch viel schöner, ich habe mir ein bisschen Zeit für die Kartoffeln genommen. Denn wer schaut bei den Kartoffeln denn genauer hin? Das musste ich gestern mal wieder feststellen. Das Tolle an dem Handy, dass es wunderbare Nahaufnahmen macht. Und während ich hier noch mal ein bisschen rumlaufe, erzähle ich euch letztendlich, was hier reingekommen ist. Von den Namen her werde ich euch das unter den Kartoffeln einblenden. Ich habe ein paar Makroaufnahmen quasi gemacht. Da sehe ich noch eine, die vom Kompass runtergepurzelt ist. Ja, nee, die soll da ja auch nicht im Beet bleiben. So, aber für euch erstmal kleine Rückblende, was ist gestern hier passiert. Und wie ihr sehen könnt, ich habe mich ein bisschen breit gemacht hinten beim Apfelbaum. Da habe ich ja die Hochbeete stehen, wo noch fleißig alles am Wachsen ist. Dazu kommen wir dann auch gleich noch irgendwie. Aber ich habe ein paar schöne Nahaufnahmen gemacht von den Kartoffeln, die hier in den Boden sollten. Auch wenn letztendlich nicht alle in den Boden gekommen sind. Von den Sorten her seht ihr auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, mein Aufgebot an Kartoffelsorten. Ich halte es mir dieses Jahr ganz einfach. Habe da auch letztendlich eine rote Kartoffel, eine normale Geschichte, die aber auch schön groß ausfallen kann. Dann habe ich, die rote Kartoffel ist die rote Emily.
Bei der blauen weiß ich das jetzt nicht aus dem Kopf. Wie gesagt, das werde ich euch einblenden oder auch schon, das werde ich wahrscheinlich auch schon gemacht haben. Ja, und dann gibt es letztendlich noch so ein kleines Sammelsurium und dann kleine Kartoffeln, die ich dann noch gefunden habe. Die sind nicht vorgekeimt, aber ja, haben letztendlich dann auch seinen Platz gekriegt. Ich bin im Garten dann auch gleich rumgelaufen und habe hier die Kartoffeln verteilt. Das könnt ihr sehr gut auf dem Video sehen. Bin da alles ohne Raketenwissenschaft. Hab dann überall verteilt. Bisschen rumgestiegen, dieses Klettern, das macht immer so einen Spaß. Also ich weiß nicht, das holt mich immer aus allem raus, über rumzuhüpfen. Ich denke, in dem Beet werde ich da nochmal nach links weg, wie ihr das im Video quasi sehen könnt. Da werde ich nochmal irgendwann einen Stein platzieren, aber da muss ich jetzt noch erstmal gucken, dass die Pflanzen rauskommen. Ich habe mir das jetzt natürlich nicht markiert und gemerkt. So, das ist ja eine ganz simple Geschichte hier. Kompost in der Mitte, gibt Nährstoffe den Pflanzen nach außen. Und Kartoffeln klingt ja soweit langweilig. Also Mischkultur werde ich dieses Jahr hier dran setzen, Buschbohnen mit reinzubringen. Und da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Saatgut, das mache ich jetzt nicht heute. Nur mal einfach schon mal zum Vorab anklingen. Vielleicht finde ich auch noch was anderes, was zu Kartoffeln passt. Ich habe die Pflanzabstände dieses Jahr auch größer. Nicht, weil es die letzten Jahre nicht geklappt hat, sondern einfach so. Mal gucken, wie das so anders wird. Vielleicht wird auch alles einfacher und vielleicht ist es auch ganz gut in der Kombination mit dem Buschbohnen, dass jeder so seinen Platz hat. Wird sich alles zeigen. Also hier vorne total einfach diesmal. Da wird noch was zwischenkommen, auch bei den Erbsen hier vorne. Oh, da habe ich euch was versprochen. Da kommt mal gleich mal näher ran. So, ich werde hier mal raufstiefeln, aber ich stelle gerade schon fest, das mit dem Schattenwurf ist eigentlich gar nicht so clever. Aber im Großen und Ganzen, ihr könnt sehen, so ein paar Pflänzchen sind rausgekommen. Aber ich muss sagen, die Hülle und Fülle ist es nicht. Dennoch habe ich mir gesagt, ein bisschen Geduld haben, da kann man auch noch mal ein bisschen was nachsehen, ist das richtige Wort, nachdem ich gesucht habe. Ja, manchmal ist hier auch so zu erkennen, da denke ich immer, da futtert das doch irgendwer weg. Dieses Phänomen hatte ich auch letztes Mal und da war es letztendlich so, was war noch alles beliebt? Dicke Bohnen, Erbsen. Das habe ich vergessen. Egal, so diese Zeit drei, vier Wochen, glaube ich, vor vielleicht auch zwei, drei Wochen, bevor die Eisheiligen dann da sind. Das ist so die Zeit, wo gerne mal ein paar Mäuse oder so die Pflanzen aus dem Garten zupfen. Aber ich habe schon in den Kommentaren gelesen, da war irgendwer auch schon der Storch im Garten. Von daher würde ich das gar nicht mal so auf die Mäuse schieben, was ich immer so gerne mache. Ich denke, da gibt es für viele interessante Pflanzen. Ich glaube, die Tauben, die haben Kohl ganz gerne, aber vielleicht mögen die auch die Erbsen, vielleicht sind die das. Ja, aber ich teile gern, wenn die jetzt irgendwie dadurch Hilfe bekommen haben und ein bisschen besser aufgestellt sind. Warum nicht? Ne? Ja, aus meinem Blickwinkel hier nochmal. Echt toll. Also ihr könnt das sehen, da ist halt so ein bisschen Biomasse reingekommen. Und das unterscheidet sich dann auch von den anderen Beeten. Ne? Das kommt mit der Zeit, ihr seht das jetzt hier alles Sand in Sand. Das waren meine Gegebenheiten, als ich hier angefangen habe. Und so nach und nach kommt überall was rein. Hier vorne war bisher eigentlich noch nicht so viel. Mit der Schafswolle ganz viel Mulch, Laub und halt den Biomassenanteilen, die klein ausfallen. Ihr wisst das selber. Das ist ein Verkompostierungsprozess, wo die Bodenlebewesen sich dann drum kümmern und bleibt immer ganz wenig übrig. Das braucht Zeit. Das muss nicht gleich morgen alles fertig sein. Darum geht es ja. Permakultur bedeutet ja, mit dem Kreislauf der Natur zu gehen. Und nicht von heute auf morgen durch den Baumarkt vielleicht sich dann so die Dinge zu ermöglichen. Ich möchte jetzt hier keinen niederargumentieren, der jetzt keinen Permakulturgarten hat oder das ganz anders macht. Ich hab's immer von Anfang an hier kommuniziert, dass ich dafür bin, dass jeder so seinen Weg gehen soll. Und ich möchte niemandem was aufzwingen. Das Einzige ist so ein bisschen anstecken und wer da Lust hat, guckt mich und wer da keine Lust hat, lässt das halt eben bleiben. Und auch bei diesem Thema, hört nicht hin, wenn ich davon erzähle, wenn das nichts für euch ist. So, wo bin ich denn jetzt? Ich laufe hier die ganze Zeit rum. Sollen wir mal so weitermachen? Stativ stehen lassen. Ich glaube, das wird mir auch ein bisschen was vereinfachen. Ja, weil, wie gesagt, ich kriege Besuchen, bis dahin wollte ich fertig sein. Das soll ja auch nur so ein kleiner Gartenrundgang sein. Ja, ich würde mal sagen, das zeige ich euch mal alles. Also hier in dem Bereich, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen schneller, gibt es nichts Neues. Wer das irgendwie noch mal sehen möchte, der sollte vielleicht noch mal in dem letzten Gartenrundgang gucken. Da gibt es jede Menge zu sehen. Aber jetzt hier am Gartenzaun, vor allen Dingen im vorderen Bereich, dann noch mal zu sehen, die
netten Osterblumen. Ich werde gerade schon ganz schön beobachtet. So, und hier ist ansonsten auch nichts passiert. Ne? Ihr könnt das sehen, nichts neu, alles schon mal gezeigt. Aber ich gehe hier rüber und ich finde, der Ausblick sieht doch schon viel schöner aus. Da kommt die Lupine und die Osterblumen, die sind auch da, Osterglocken. Ja, verteilen sich so ein bisschen. Dann gibt es noch dieses seltene Plastik-Scheiße. Vielen Dank an diesen netten Zuschauer, der hier Zaungast, der mir wieder was dagelassen hat. Ist immer eine Riesenfreude. Nicht. So, und hier unten. Ja. Ich werde das dann gleich wegsammeln, habe ich gerade keinen Nerv drauf. Ja, hier wächst und wächst und wächst alles Mögliche irgendwie fröhlich vor sich hin. Ich habe mir gesagt, das Ding lasse ich unangetastet, spart mir ein Beet. Das hier soll noch gemacht werden, auch hier mit den ganzen Gestängen, die hier durch den Wind umgefallen sind. Ja, aus der Ferne könnt ihr jetzt eigentlich schon ganz gut sehen, wie grün die Weide wird. Und das ist richtig. Das möchte ich auch nochmal sagen. Es ist nicht so, dass das in Kleingärten erlaubt ist. Also bei uns ist das so, ist schon verteilt in Husum bei uns. Also es gibt es überall, auch die richtig großen Oschis. In dieser Hinsicht habe ich hier Glück gehabt, dass ich das machen kann. Wäre schlimm, wenn ich das dann nicht dürfte. Also ich, ne? Das sind schon so Sachen, womit ich mich dann beschäftige. Also klärt das bitte in eurem Verein ab, soweit ich das verstanden habe, so von diesem bürokratischen Ding. Das ist oft was die Stadt den Verein vorgibt und dann könnt ihr daraus quasi, ja, für euch die Gegebenheiten vor Ort annehmen, feststellen, wie auch immer. Ich finde gerade nicht die richtigen Worte, das ist halt Bürokratie. Wir waren beim schönen Garten rumgegangen, warum versaue ich es denn? So, geht weiter, Mann, mir wird richtig warm. Hier wächst alles Mögliche, auf jeden Fall sehr viel Minze. Der Panko hier ist durch. Dafür hatte ich sehr viel Vergnügen mit dem hier. Da. Und das auch über Saatgut zwischen. Auch alles schon im Salat gehabt. Sehr, sehr lecker. Ja, und hier kann ich auf jeden Fall berichten. Ne? Das meiste kennt ihr ja. Da gibt es nichts Tolles irgendwie noch zu zeigen. Radieschen nimmt den Platz an und werden minimal immer größer. Und hier vorne hatte ich ja Erbsen und die kommen nicht. Das war aber auch ein Experiment. Somit weiß ich da auch Bescheid. Hier kommt wahrscheinlich dann nachher die neue Aussaat hin. Hier vorne dicke Bohnen, muss man noch warten. Irgendwie will das auch noch nicht. Ja, aber im Großen und Ganzen ist hier vorne einiges im Gang. Das kennt ihr aber auch. Nur mal so ein optischer Überblick. Und die rote Gartenmelde, die ist hier auch am Start. Da überall. Ja, da freue ich mich auch drauf. Denn es gibt lecker Salat dann nachher. Kann man wie Spinat essen und gibt natürlich hier so den einen oder anderen Farbklecks dann wieder. Ja, das Beet hier ist auch schön, das gefällt mir. Das ist sehr pflegeleicht, könnte ich fast sagen, bis auf die Brennnessel. Also Brennnessel ist ein Thema, das habe ich festgestellt. Ich glaube, ich habe die doppelte Menge wie letztes Jahr drin, weil ich einfach an ein paar Stellen das einfach habe machen lassen. Aber gehört dazu und das wird natürlich dann auch so sinnvoll genutzt, dass das im Gartenkreislauf wieder einwandert. Brennnessel könnt ihr wunderbar als Mulch nutzen, mit Brennnesseln könnt ihr wunderbar Jauche machen, also einen richtig schönen Dünger. Ich habe dazu auch irgendwann mal am Anfang mal ein Jauche-Video gemacht, das war ganz einfach gehalten, nicht viel erklärt. Dachte auch immer, da gibt es genug Videos zu und ja, dann nachher habe ich am Ende doch so irgendwie meine Variante gefunden und das ist dann jetzt auch nochmal oben rechts verlinkt. Schaut da mal rein, gerade für Gartenanfänger, da könnt ihr mit den Brennnesseln aus dem Garten euch für ganz umsonst ja, quasi bis auf das Wasser, na gut, wenn man Regentonnen hat, kann man sich dann halt Dünger herstellen und das ja, ist wunderbar für die Pflanzen, kann ich nur empfehlen. Es braucht nicht diesen Hardcore-Dünger. Wenn es dem Boden gut geht und dann das noch so dazu, dann ich verspreche euch, da lauft ihr nicht mehr in den Baumarkt. So, was wollte ich denn jetzt hier noch zeigen und erzählen? Hier ist irgendwo ein Tier. Ja, aber auch hier, vor ein paar Tagen hat hier eine Wildbiene gesessen. Ich dachte, das wären irgendwie meine Dreads oder so. Und dann habe ich mitgekriegt, wie die dann irgendwann weggeflogen ist. Dabei war die schon eine Weile auf mir, wie ich dann rekonstruieren konnte quasi. Oder reanalysieren. Egal. So, ich möchte euch eigentlich was hier von dem Beet zeigen, die ist wunderschön. Und nicht nur die Weide, die hier den Insekten ordentlich Futterstoff geboten hat. Sondern hier der Rhabarber. Ja, da freut sich der Flo ganz besonders drauf. Das wird eine schöne Sache.
Also auch echt eine tolle Pflanze. Ne? Also die ist einfach nur faszinierend. Ich feiere die jedes Jahr, die landet jedes Jahr in meinen Videos. Aber sie wächst ja jedes Mal anders, ist immer sehr einzigartig. Ja. Ich denke, das wird hier so eine Ecke sein, wo ich die Brennnessel lasse. Nur halt ein bisschen zurückschneiden und dann für die Beete nutzen. Ups, ich war noch gar nicht fertig. Ich habe noch was vergessen. Also ihr könnt mit der Brennnessel auch wunderbar mulchen nachher. Also zwischenhauen, zwischen den Pflanzen, wie auch mit Rasenmulch, wie man das so kennt. Und dann kann man so nach und nach, gibt das dem Boden dann auch Nährstoffe ab. Also es gibt so verschiedene Methoden, wie ihr die Sachen in den Boden packen könnt oder Überflüssigkeit und so. Findet ihr euren Weg. Es gibt genug Möglichkeiten. Ja, Natur, Chaos. Jetzt habe ich den kompletten Rogenfahren verloren. Brennnessel, genau, danke. Hier sind sie nämlich auch. Ja, aber das hatte ich von Anfang an. Das ist hier so eine Stelle, da hatte ich mal gedacht, vielleicht irgendwann den Teich. Aber als Zwischenlager für irgendwelche Sachen war das auch toll. Ich habe das jetzt vom letzten Jahr zu diesem nicht mehr so gemacht. Jetzt habe ich die alte Schubkarre auch mit Wasser gefüllt. Die Bretter liegen noch von der Aussaat vom letzten Jahr. Ich hatte einen Plattfuß. Hier. So, Brennnessel, Tee, Brennnessel-Tee, wurde mir empfohlen, das zu empfehlen. Ich muss da selbst nochmal reingucken und schauen, wie das alles so ist, wie mir das schmeckt. Aber vom Naschen her, was die mir an Power gegeben hat, das ist echt enorm. Das sollte man nicht unterschätzen. Man braucht nicht alles kaufen, das gibt die Natur her. Ja, ne? Man kann sich hier auch mal gemütlich machen. Ja, heute habe ich auch den Akkuschrauber mit. Vielleicht werde ich heute ein bisschen... Meiner ist ja kaputt, ich habe mir einen geliehen. Sven hat mir da weitergeholfen. So, und da ich hier hinten schon rumtingel, erstmal hier alles in grün eingehaucht. Die Johannisbeere gibt auf jeden Fall Gas. Ne? Das ist wieder Futter für die Vögel. Sind das meine Haare oder ist das wie ein Tier? Ne, alles gut. Ja. Wo war ich? Also Futter für die Tiere. So, aber ich bin hier jetzt beim Hochbeet. Da habe ich gestern die Aufnahmen gemacht. Und das wächst auch wunderprächtig. Ne? Dafür, dass es immer mal wieder beerntet wird. Och, da wächst ja alles Mögliche. Hier, guckt doch mal rein. So, da könnt ihr das sehen. Ich werde euch das mal bestimmen. Das ist Spinat, logisch. Das ist der echte Ehrenpreis. Das ist Salat. Ganz einfach. Die Möhrchen sehen soweit auch in Gang aus. So, und hier haben wir auf jeden Fall schon die ersten Größen, die zeigbar sind. Leute, das ist echt eine wunderbare Sache. Also wenn ihr irgendwie alte Fensterscheiben habt oder so, benutzt sie irgendwie als Abdeckung für ein Hochbeet. Da kann man sich ein bisschen was basteln. Das ist natürlich hier bei dieser Form dann ganz einfach. Aber ja, mir schwebt da an der einen oder anderen Stelle im Winter, an der einen oder anderen Stelle, für genau so eine Geschichte mit Frühbeet doch noch mal was vor. Mal gucken, ob ich das noch umsetze. Aber das hier hat schon richtig Spaß gemacht. Und ich denke, ich werde nächstes Jahr auch hier das Beet daneben nutzen. So, ich zeige euch jetzt erstmal weiter. Da ist noch mehr Spinat. Überall nochmal Portulac zwischen, Postelein. So, hier haben wir noch eine andere Sorte. Die wurden aber allerdings ein bisschen angeknabbert. Muss ich jetzt auch nicht näher rangehen. Und dann zeige ich euch noch mal durch einen kleinen Spalt. Da haben wir noch Salat. Ja, der ist, glaube ich, nachher auch dran. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Salat und Möhrchen sind dran, da freue ich mich drauf. Mal gucken, wo das alles so drin landet. Ich habe ja da vorne auch noch ein Beet. Jetzt haben wir einen Zaungast, wird kurz mal laut. Da vorne ist noch ein Beet, da sollen ja Tomaten rein. Die will ich nochmal mit Salat kombinieren. Und ja. Das wird spannend. Also Mischkultur kommt nach und nach. Ich halte es mir dieses Jahr definitiv ein bisschen einfacher, da meine Kräfte ein bisschen gebündelt werden müssen für all die Herausforderungen. Anfang des Jahres war schon echt da richtig krasser Kraftakt, muss ich sagen. Aber jetzt hat sich das gelichtet und ich habe da ja schon ein bisschen was zu erzählt. Und jetzt ins Detail zu gehen. Ja. Ach, wie schön. So, gibt es denn noch irgendwas zu zeigen? Ich würde sagen, das alles soweit abgegrast, das abgegrast. Hier ist noch nichts passiert. Da vorne im Kiehohlbeet auf jeden Fall eine Geschichte. Das wird auf jeden Fall Liebe bekommen. Allerdings auch mit der Prämisse, dann irgendwie da die Brennnesseln rauszukriegen. Muss man noch mal ein bisschen beobachten. Ich sehe sie gerade wieder. Hier ist die Hummelkönigin unterwegs. Ich habe ja echt
verschiedene Exemplare. Ja, die hat sich hier eine Ecke gesucht jetzt am Keyhole-Beet. Dafür ist es da, dafür gibt es die ganzen Zwischenräume. Hier gibt es so viel Rummelkönigin, also die fliegen jedes Mal rum. Ich freue mich, dass sie hier einziehen, ihr Volk quasi mitbringen. Und ja, dann machen die hier Party und helfen uns allen so ein bisschen. Ich glaube, das können wir alle ganz gut gebrauchen, so mit den Insekten. Nun gut, es gibt noch schlechte Nachrichten. Und dafür müssen wir mal näher kommen ein bisschen. Noch näher. Jo, denn, jo, das Geschichte, ihr Lieben, ist dies ja nichts geworden. Die Bananenpflanze hat definitiv nicht überlebt, auf jeden Fall bis hier kann ich das sagen, was man so von oben sehen kann. Ich lasse das trotzdem noch verpackt, hier unten ist es warm, die Steine sind warm, natürlich heute von der Sonne. Kann sein, dass es nicht gelangt hat, aber wie gesagt, zu Hause gibt es ein Pflänzchen beim Sven drüben. Wir wollten ein bisschen experimentieren, weil wir uns hier auch nicht so sicher waren. Ich denke mal, obenrum hätte es noch ein bisschen mehr eingepackt werden können oder ich habe zu viel überstehen lassen. Ich weiß es letztendlich nicht. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Pflanze ein bisschen verletzt wurde. Also den Turm, den wir da in der Mitte gebaut haben, der ist so ein bisschen umgekippt. Wer weiß, aber es gibt immer noch ein bisschen Hoffnung, das mache ich mit euch zusammen. Und zwar in dem Bereich da unten habe ich auch noch mal einen Topf vorüber gemacht, denn da war so ein kleiner Frischling. Ja? Und vielleicht hat der überlebt, wenn nicht, dann ist das so. Ich denke, vom Einpacken her hätte ich da noch mehr tun können. Also vom unteren Teil und auch vom Zwiebelprinzip kann ich das empfehlen, das hat das hier auf jeden Fall geklappt. Aber hier oben hatte ich Metall, darunter einen Topf. Kann sein, dass das Kühle übertragen hat über den Topf und das war halt direkt quasi fast an der Pflanze dran, dass dann das dann letztendlich nicht gereicht hat. Also da dürft ihr mir gerne die Daumen drücken, dass da noch eine tolle Überraschung kommt oder so, aber ich sag mal, die Chancen von dieser Pflanze sind auf 10% geschrumpft. Sage ich jetzt einfach mal so frech, ohne Fundierung. Einfach mein Gefühl. Ich verlasse mich auf mein Gefühl in dieser Hinsicht. So. Ja, ich würde sagen, das war ein einmal rumlaufen. So ein bisschen habe ich euch was gezeigt. Es wird auf jeden Fall spannend weitergehen. Flo und ich haben einen Plan. Wir waren auch bei den Kartoffeln ein bisschen zusammen bei wieder. Hatten aber noch nicht ganz den Elan. Ich habe mich auch bei den Videos nach wie vor schwer getan. Jetzt hat die Laune wieder mitgespielt. So ist das. Follow the flow. Kein Widerstand leisten. Dann sind halt andere Dinge dran, wenn es dann mal nicht klappt. Und so habe ich das dann gemacht und so ist es jetzt wieder aufgegangen. So ihr Lieben, ich denke, es wird spannend weitergehen. Die Saison hat ja quasi von der Energie des Wuchses gerade erst angefangen. Und da erwartet uns noch jede Menge. Und das Geschicht hier wird sich auch noch zum Dschungel entwickeln, beziehungsweise ja, das wird richtig schön Wild und Natur geben mit dem lasigen Fingerabdruck, aber in diesem Sinne würde ich sagen, tobt euch aus, ab in die Natur, ab in den Garten. Würde mich freuen, das nächste Mal euch wieder begrüßen zu dürfen und sage jetzt tschüss, euer Lars, der ist jetzt raus. Spielkind Lars. Lebt euer inneres Kind aus, ganz wichtig. So, ich muss erstmal was trinken, glaube ich.